12 Prinzipien für dein regeneratives System im Garten oder auch im Acker, für mehr Ertrag, für weniger Arbeit, weniger Stress, mehr Artenvielfalt und mehr Freude. Die dir auch nicht von den Schnecken genommen wird. Hey, was hast du getan? Oh nein, oh nein, oh nein! 12 Prinzipien, einfach, simpel und sofort anwendbar. So, Punkt Nummer 1, beobachte und handle entsprechend. Beobachte deine Anbaufläche. Wie ist das Klima bzw. die verschiedenen Kleinklimazonen? Wie ist der Sonnenverlauf? Wo staut sich Wasser? Genug ist genug. Wo kannst du zum Beispiel Regenwasser gut abschöpfen? Welche Pflanzen werden von deinen Schnecken besonders angeknabbert? Wie ist denn dein Boden in den verschiedenen Bereichen? Mehr sandig oder mehr lehmig? Erst durch das Beobachten und Wahrnehmen bist du auch überhaupt in der Lage, gut zu planen und auch dementsprechende kluge Entscheidungen zu treffen. Kluge Entscheidungen, die dich natürlich an dein Ziel bringen. Kennt man ja, man möchte sich jetzt nicht so viele Gedanken machen, alles zerdenken und dann legt man einfach drauf los, hat gar keinen Plan und schaut, was dann letztlich dabei rauskommt und letztlich würfelt man da einfach nur dabei. Manchmal glaube ich wirklich, dass die Leute einfach würfeln. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie die Leute auf die Idee kommen, hochstämmige Bäume nicht mal einen Meter voneinander entfernt zu pflanzen. Punkt Nummer 2, sammle und speichere Energie. In den letzten verregneten Tagen ist ein bisschen zu viel Regen runtergekommen und da ist einiges abgesoffen. Der ein oder andere Garten stand da auch unter Wasser und ich glaube, das tut den Pflanzen nicht ganz so gut. Gut Glück, dass wir hier oben auf einem Berg wohnen und bis mal hier das Wasser sich so staut wie bei einigen Bildern. Dann ist schon das ganze Dorf abgesoffen, haben wir andere Probleme. Dennoch konnte ich jetzt alle Regenauffangbecken und Fässer befüllen und bei mir noch im Garten ordentlich gießen. Und das ist halt sehr wichtig. Es gibt ja Zeiten, wo du Ressourcen im Überfluss hast, wie jetzt zum Beispiel ganz viel Regen, da konntest du alles auffüllen, vielleicht hast du noch IBC-Tanks, dass du einfach einen Vorrat hast, wenn es mal dazu kommt, dass vielleicht jetzt eine Dürre kommt für mehrere Wochen, vielleicht sogar mehrere Monate und du kannst dann nicht gießen und dann fehlt dir das Wasser. Das gleiche auch die Ernte über den Sommer hinweg, da kommt so viel zusammen, Zucchini-Flut, Tomaten im Übermaß, Gurken, das wird alles schlecht werden, wenn du das nicht rechtzeitig verarbeiten würdest. Gehen ja dann die meisten Leute, die dann eine Selbstversorgung machen, die machen sich dann einen Vorrat für den Winter, weil man im Winter etwas weniger hier erntet und möchte einfach den Ausgleich schaffen zwischen dem Übermaß im Sommer, bevor der schlecht wird, dass man da sich einen kleinen Vorrat im Winter macht oder wie ich das mache, weil ich ja aufgrund meiner Ernährung keine eingekochten Sachen oder eingelegten Sachen esse, man verkauft es halt einfach. Letztlich, wenn du Sachen im Übermaß hast, guck, dass du sie so strukturiert und effizient nutzen kannst über mehrere Monate hinweg. Den Tipp könnte man auch im Umgang von Geld nennen. Punkt Nummer 3, erziele einen Ertrag. Gestalte deine Anbaufläche so, dass du auch deine Bedürfnisse mit befriedigen kannst, also letztlich, dass du auch was ernten darfst. Dazu zählt auch neben dem Obst- und Gemüseanbau natürlich auch eventuelle Holzgewinnung. Das kannst du auch so vielfältig gestalten, dass du deine Bedürfnisse befriedigt bekommst und auch zum Beispiel der Natur etwas Gutes tun kannst, indem du die Artenvielfalt erhöhst. Denn nicht vergessen, wir Menschen sind auch ein Teil der Natur und wenn wir unsere Bedürfnisse befriedigen, natürlich in dem Maße, dass das nicht überufert in Gier, dann können wir der Natur auch viel besser helfen, den natürlichen Kreislauf auch zu schließen, die Artenvielfalt erhöhen, der Natur etwas Gutes zu tun. Punkt Nummer 4, übe Selbstregulierung und übe Rückmeldungen. Die Natur ist dynamisch, stets in der Bewegung und alles ist in einem Wandel. Das heißt, es gibt immer wieder Sachen, die sich ändern, wo du Rückmeldungen bekommst für Sachen, die du vielleicht in deinem Garten etablieren wolltest und die Natur dir dann Feedback gibt, ob das funktioniert oder nicht, welche Fehler dir aufgezeigt wird, welche Sachen du einfach übersehen hast. Für dich geht jetzt einfach nur diese Fehler oder diese Mängel auch dankend zu akzeptieren. Darunter zählen auch die Schnecken, die dir deine ganzen Pflanzen kaputt fressen. Die zeigen dir auf ein Ungleichgewicht auch in dem Boden an, dass du vielleicht daran etwas arbeiten solltest. Oder auch andere Plagen, die ein Zeichen sein können, dass deine Artenvielfalt zu gering ist. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du sehr viel Feedback bekommen wirst und das halt auch nicht immer positiv ist, sondern auch enorme Rückschläge sein können. Und wie die Natur halt so ist, die kann schon hart sein. Aber bitte fang nicht an, irgendwelche anderen Sachen oder Menschen gleich die Schuld zu geben. Punkt Nummer 5. Nutze und schätze erneuerbare Ressourcen und Dienstleistungen. Den Punkt muss ich doch eigentlich gar nicht weiter ausführen. Schau einfach in die Welt raus und guck, was wir teilweise da alles anstellen.
höher, schneller, weiter, in Übermaß irgendwas produzieren, damit irgendwie Gewinne rausgestampft werden können. Alles in immer kürzer werdenden Zeiträumen und dann auch noch zulasten der Natur im Raubbau. Und denn am Ende stellt uns die Natur eine fette Rechnung und wir können uns da nicht einfach so rauswinden, denn die Natur wird uns dann schon richtig. Und ihre Rechnung kann man leider nicht absetzen vom Finanzamt. Nicht so direkt. Schließ einfach den natürlichen Kreislauf, beispielsweise feier das Laub nicht irgendwo anders weg, sondern nutze es bei dir effektiv im Garten, zum Mulchen, für den Igel dann auch später, um einen guten Kompost aufzubauen, damit du dann diese erneuerbare Ressource wieder bei dir in den Garten, in die Beete mit reinbringen kannst, um einen guten Boden zum Beispiel aufzubauen. Nutze im Allgemeinen Recycling und auch Upcycling, dass du einfach dann auch zum nächsten Punkt den Abfall so gering wie möglich haltest. Punkt Nummer 6, produziere keinen Abfall. Den einem seinen Müll, des anderen Goldes. Upcycling und Recycling können wir ja abhaken. Sonst schau, dass deine Gegenstände auch ordentlich gepflegt werden, damit sie auch richtig lang halten. Und ich weiß, in dem System, wo es jetzt schon dazu gekommen ist, dass die Sachen schon nach der Garantie irgendwelche Mängel haben und schon kaputt gehen, Drecksystem. RG 28. RG steht schlicht für Rührgerät. So war das damals in der DDR, in der der robuste Mixer hergestellt wurde. Und zwar für die Ewigkeit. Kauf dir zum Beispiel hochwertige Bohrer oder auch hochwertige Gartenscheren, die du dann auch richtig pflegst, dass sie zum Beispiel nicht rosten. Und natürlich mach dir auch im Vornherein Gedanken über Sachen, die du dir zum Beispiel anschaffst. Punkt Nummer 7. Gestalte vom Großen ins Kleine. Ich denke mal, ihr da draußen, die schon mal ein Haus gebaut haben, habt auch zuerst das Fundament gegossen und darauf aufbauend den ganzen Rohbau, die Struktur und erst dann angefangen, das Haus einzurichten. Ich denke auch andersrum wäre es eine ordentliche Herausforderung. Ein anderes anschauliches Beispiel wäre das Meißen von einer Statue, wo wenn du so einen Steinblock hast, dass du auch erstmal mit groben Schlägen anfängst und dann weiter in die ganz kleinen Schläge kommst, wo es dann zu den ganzen Gesichtsauszügen und den Details kommt, wo du dann auch Präzisionsarbeit leistest. Oder du bist SpongeBob. Ein großes Problem bei den Menschen ist, dass sie sich halt dann zu sehr mit Details verzetteln und nicht erstmal das Grobe und das Große anfangen und sich dann, wenn sie die ganzen Strukturen gesetzt haben, die ganzen Details reingucken, sondern die Leute verzetteln sich gleich am Anfang in die ganzen Details, haben dann keine Übersichtlichkeit mehr und kommen dann mit der Umsetzung nicht so gut klar. Manchmal verzettelt man sich dann so sehr in die Details und merkt eigentlich gar nicht, dass das jetzt gerade richtig irrelevant war und eine große Zeitverschwendung. Wenn du das auch kennst, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Punkt Nummer 8, integrieren statt trennen. Soll ich jetzt hier eine politische Anmerkung machen? Es ist von großer Bedeutung, Verbindungen und auch Synergien zwischen ein oder mehrere Elemente bei dir im Garten bzw. allgemein im System zu etablieren. Als Beispiel Steine, die du vielseitig bei dir im Garten nutzen kannst, zum Beispiel als Sonnenfaller auf deinen Hochbeeten, die dann auch nochmal Wärme speichern können und dann deine Pflanzen ein bisschen mehr abgeben können, damit die besser wachsen können. Die dann auch noch Unterschlupf für andere Tierchen geben können, beispielsweise auch in Form von einem Steinhaufen, wo sie dann auch Reptilien ansiedeln könnten. Also erhöhst du dadurch die Artenvielfalt, in denen auch bei dir diese Nützlinge für einen Ausgleich sorgen können. Genau, Wildblumenwiesen für die Insekten, die dann auch bei dir im Garten mitbestäuben können. Und wenn du es dann im Frühjahr abmähst, dann kannst du es zum Beispiel als Mulchmaterial nutzen. Und wenn du es dann über den Winter zum Beispiel stehen lässt, haben auch die Insekten einen Rückzugsort. Na, vielleicht hast du auch einen Garten übernommen und da steht ein Baum, für den du eigentlich gar keinen Nutzen hast, aber den du noch dann so nutzen kannst, dass du vielleicht mal eine Traube oder eine Gurke einfach in den Baum reinhängen lässt. Reinleiten lassen ist eine coole Sache von Integration. Und die Bäume machen uns ja auch vor, wie wichtig eine Kooperation ist, anstatt zu trennen und zu spalten. Und zwar über die Pilze und Bakterien, wo halt hier eine Symbiose stattfindet und auch eine Kommunikation dann zwischen den Pflanzen, zwischen den Bäumen, wo man sich auch dann gegenseitig unterstützt. Und bis jetzt wüsste ich nicht, dass die sich wegen irgendwelchen belanglosen und oberflächlichen Sachen diskriminieren. Punkt Nummer 9, nutze kleine und langsame Lösungen. Das könnte im Prinzip von meinem Tai-Chi-Meister sein. Nicht schnell, sondern langsam, damit du auch deine Bewegungen spürst, dir einfach bewusst wirst, was du da tust. Vielleicht kennst du es ja selber aus deinem Leben, dass man dann versucht, schnell Lösungen zu finden auf Probleme, die vielleicht unliebsam sind und halt so schnell wie möglich Leid zu vermeiden. Und dann denkt man das Ganze nicht durch,
Dann kommen dann neue Fehler und Probleme, die man nicht mit beachtet hat. Der Vorteil von langsamen und kleinen Lösungen ist, dass man die halt einfach pflegen kann, die auch viel besser etablieren kann und gucken, wie sie sich auf das ganze System auswirken. Du kannst es dann auch einfach viel besser beobachten, anstelle wenn du jetzt anderen dann 3, 4 Sachen anders machst und dann guckst, ob dann irgendwas besser wird. Gutes chinesisches Sprichwort, ein Schritt nach dem anderen und am besten klein und langsam, damit du es halt einfach überblicken kannst, weniger Fehler passieren und du auch rechtzeitig handeln kannst, weil du dann nicht überfordert bist. Mischkultur, mehr Pflanzenvielfalt erzeugt auch, dass dann mehr Insekten angelockt werden, die sich auf die speziellen Blühpflanzen zum Beispiel spezialisieren, höhere Artenvielfalt, die dann auch dir dabei helfen können, Schädlinge zu reduzieren, ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen. Dann, wenn du die Mischkultur auch einsetzt, gibt es ja Pflanzen, die auch andere Pflanzen unterstützen und dadurch auch Krankheiten, wie zum Beispiel Pilzkrankheiten wie Mehltau unterdrücken. Gute Mischkulturkombination Gurken und Basilikum oder Tomaten und Basilikum. So steigerst du auch die Produktivität, weil halt die Gurke, wenn du sie aufleitest, nach oben wächst und der Basilikum oder die Kapuzinerkresse oder die Tagetes dann als Bodendecker dienen und die kannst du ja auch zum Ernten nutzen. Oder du nimmst halt deine Traube und lässt sie in den Baum reinranken. So wird dein Anbau widerstandsfähiger und auch stabiler. Und hier könnte ich jetzt auch wieder eine politische und gesellschaftskritische Andeutung machen. Punkt Nummer 11. Nutze die Ränder und schätze das Marginale. Die Ränder und Übergangsbereiche in einem System können dann oftmals auch die produktivsten sein. Als Beispiel für solche Übergangsbereiche ist der Wald zur Wiese. Solche Bereiche weisen auch eine hohe biologische Vielfalt auf, weil halt dann zwei verschiedene Terrains aufeinander klatschen. Sie haben halt wertvolle Merkmale von beiden Bereichen und kombinieren sie dann dadurch. So, marginale Bereiche werden oft als unscheinbar und wertlos anfangs betrachtet. Beispielsweise schmale Streifen entlang des Zauns oder gewisse Pufferzonen. Allerdings können auch diese Bereiche kreativ genutzt werden, dass sie halt das System zusätzlich unterstützen und auch fördern. Beispielsweise mit dem kleinen Streifen können wir auch hier Blühpflanzen, Blütenzwiebeln reinsetzen, damit man auch etwas hier für die Artenvielfalt machen kann. Oder auch bei den Pufferzonen kann man ja auch Hecken reinsetzen für die Vögel und auch als Schutz, dass zum Beispiel Pestizide bei dir nicht in die Fläche reinkommen, wenn halt auf der anderen Seite ein konventioneller Bauer ist, der sein Gift rumsprüht. Wird auch sehr gerne gemacht. Erkenne das Potenzial wie ein Talentsucher. Punkt Nummer 12. Reagiere kreativ auf Veränderungen. Sei einfach flexibel und kreativ, wenn du vor neuen Herausforderungen stehst. Neue Bedingungen erkennen und gucken, wie du da eine Lösung findest. Diese Lösungen können sich auch außerhalb deines Tellerrandes befinden. Das heißt, sei nicht so steif, verharr nicht auf das, was du jetzt gerade gelernt hast, so ideologisch und vehement, sondern guck, wenn du außerhalb des Tellerrandes mal guckst, ob du dementsprechend die richtigen Lösungen findest. Also sei wie Wasser. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Denn so hast du auch weniger Angst, wenn mal Sachen kommen, die dich vielleicht mal aus der Bahn werfen, neue Bedingungen, dass du dann nicht irgendwie in der Schockstarre versteifst. Hab keine Angst davor oder vor mir oder die Spinne über dir.